Hast bei Pedro abkassiert? Den alten Sack runtergehauen? Ja, hab ich. Für dich behalten? In dem Fall hast du deine Belohnung ja schon eingestrichen. Aber ich habe heute meinen großzügigen Tag. Okay. Nimm 5 Flaschen vom besten Takarigua rum. Hat der aufgeblasene Sack noch was gesagt? Soll ich es ihm jetzt sagen? Er sagte, ihr sollt aufhören, seinen Zucker zu klauen. Ja, genauso gut, okay. Dass wir einem Gnom sagen, er soll keine Sachen mehr sammeln. Natürlich weiter. Pedro wird in Zukunft okay. Bestimmt vorsichtiger sein. Prost. Danke. Ach ja. Ich bin bereit, Meeks zu verfolgen. Gut. Er geht los. Hey, Tweaks! Hoffentlich schaffen wir das noch in 4 Minuten. Was willst du mit der Waffe? Siehst du? Doch. Ja, wo will der denn hin? Als Lagerfeuer? Nee. Wo geht der denn hin? Zur Inquisition? Oder zu... Huch, scheint so als. Haben die hier immer noch ein kleines Problem? Mit diesen Biestern. Aber mit gemeinsamer Hilfe okay, hier plus 100 okay, Krabbe klatschen wie Blake es sind keine Krabben mehr übrig. Ja! Waren ja auch genug. Ich hab noch keinen gesehen, der die Viecher so schnell ja? Ich sagte doch, ich hab's drauf. Und das war nicht übertrieben. Was machen wir mit... Die kannst du behalten. Ich leg... Ja, sorry. Sorry, Blake. Muss mal dringend weg. So von wegen Lago verfolgt. Was will denn der hier? Oh, ich fürchte, ich muss heute Überstunden machen. Komm schon. Sag das Geheimnis. Was? Das sieht ja eklig aus. Was hast du für mich? Stahlbart ist okay. Hier, aber nicht mehr lange. Er sucht eine Waffe und wird bald wieder aufbrechen. So. Okay. Und was weißt du noch? Seine Tochter ist angekommen, aber nicht alleine. Sie hat jemanden mitgebracht. Yeah. Ja, mich. Ist er gefährlich? Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern. Du kannst ja nicht mal auf dich selbst aufpassen. Was? Jemand ist dir gefolgt. Ich schneide dich in Streifen.
Ah! Ich möchte weg. Ich kriege dich. Das schwöre ich dir. Ist das die richtige Richtung? Ich hoffe es. Hey, wo sind die Leute? Ich brauche doch Hilfe. Ach nee, ich muss ja noch. Gar keine Überstunden machen. So, mit diesem Verräter nehme ich jetzt noch alle mal auf. Ja, doch, mit diesem Biester. Das ist sicher mega hyper. Hallo! Dieser Verräter! Er hat uns verraten! Schande über ihn! Also der Versunkene hat nichts mehr zu sagen. Nur noch der Verräter zwirbelt hier irgendwo in der Gegend rum. Ah, da ist dieser Penner. Ich schleiche mich an und jage ihm 2-3 Ladungen Blei hinten rein. Das sollte genügen. Hey! Hier, hast du was? Hier, du Verräter, mieser Verräter! So, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Komm aus dem Wasser raus, wenn du dich traust. Eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei. Ach, ein roher Fisch und ein Entermesser haben wir erhalten. Lebt er noch? Nee, den haben wir eiskalt ermordet. Scheinbar. Spares Plunder. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay, alles. Als Rüstung rechte Hand Entermesser. 25 bis 30, 20 bis 40. Ja, die Axt des Versunkenen ist scheiße. Nichts als scheiße. Und ich denke, mit der Erkenntnis, dass Mix der Verräter ist, gehen wir zuerst zu Bus und dann mal zu Kapitän Stahlbart. Den haben wir es gezeigt. Pirat, Pirat, ein Haufen Piraten können die Rollerblatten. So, aber bitte fass dich kurz. Hey, Bots. Mix war ein Verräter. Was sagst du da? Er hat Kontakt zu einem Versunkenen aufgenommen. Hast du die beiden erledigt? Ja. Ja. Ich wusste, dass diesem Dreck ja, hab ich. Vertrauen ist. Wenn er gemeinsame Sache mit dem Versunkenen macht, kann das nur eins bedeuten. Garcia, dieser niederträchtige Sohn einer Schlange, steht auf Maras Seite. Okay. Ich habe mich bisher aus dem Krieg der Piraten rausgehalten. Aber wenn Versunkene tiefe Wesen nach Takarigua kommen, dann bedeutet das großen Ärger. Eins sage ich dir. Lässt Garcia sich hier nochmal blicken, werde ich ihm den Schädel einschlagen. Hier, das ist für dich. Und erzähl Stahlbart, wenn du es noch nicht getan hast. Er sollte darüber Bescheid wissen.
Hey, Holly. Holly, Hollywood. So. Warte mal. Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Hank. Ich pass auf die Mädels. Okay. Auf. Und? Du hast dich mit Holly amüsiert. Das kostet dich eine Kleinigkeit. 100 Goldstücke. Ich hab nur mit dir gesprochen. Hey, wie du deine Zeit mit ihr verbringst, ist... Ja, ja. Vergiss es, du kriegst von mir gar nichts. Das sagen sie alle, aber am Ende bezahlen sie doch. Also gibst du mir das Gold freiwillig oder muss ich es aus dir rausprügeln? Du kannst es ja mal versuchen. Arme Irrer. Worauf wartest du? Das hättest du nicht tun sollen. Der Kampf ist entschieden. Fuck! Das war... Ich möchte eine Revanche. Das war unfair, du hast geschubbelt. So, lade. Los, worauf wartest du? Respekt. Okay, okay. Volltreffer. Aber ist lustig, sie fährt uns auf zu zahlen. Und am Ende müssen wir doch nicht zahlen, wenn wir mit ihr prügeln und sie uns besiegt haben. Worauf lassen trinken wir? Uns ziehen. Den Rum und das Gold. Hey, Stahlbart! Los! Du hast Meeks erledigt? Und einen Versunkenen, mit dem er gesprochen hat. Der Mistkerl Meeks hat uns an Mara verraten. Hab ihm eh nicht getraut. Er gehörte früher zu Captain Garcia. Okay. Gut gemacht, Junge. Und denen ist es nicht schade. Ich hab noch was, das dich überzeugt. Ja? Ich hab ein paar Krabben erschlagen. Du redest nicht von den Kleinen, oder? Ein Hieb ihrer Zangen könnte einen Mast zerbersten, wie einen dürren Ast. Bist nicht auf den Mund gefallen. Okay. Außerdem habe ich mehr erledigt als Blake. Er hat wohl einen Wettkampf draus gemacht, was? Ja? Jetzt mal im Ernst. Das war schon ganz ordentlich. Aber das wird nicht dein letzter Kampf gegen diese Ungeheuer gewesen sein, wenn du mit mir segeln willst. Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich... Ja, überleg mal. Du siehst der Gefahr ins Auge. Kämpfst gegen Riesenkrabben. Blake hält dich für einen guten Mann. Laugo befreit. Hast dich den Versunkenen gestellt. Was ist jetzt? Das reicht mir noch nicht. Wir was? Sind ja noch eine Weile da. Wie viel will der denn noch haben? Mann! Das kann ja doch. Wir? Ewigkeiten dauert. Aber ich hab da doch was gesehen. Amulette. Haben wir nichts, also ist so gering. Das Inquisitors, ja, den ziehen wir doch gleich mal an. Und Ohrring haben wir doch nichts. Darauf trinke ich. Ja, jetzt ist bloß die Frage, was können wir sonst noch tun? Sagt unser Questlogbuch, Titanenwaffe werde Pirat. Der Rum muss mit. Die Zuckerlieferung. Jacks Schmugglerturm gebracht. Jack sollte wissen, was mit der Lieferung. Jacks Schmugglerturm. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir da in der nächsten Aufnahme-Session mal hin. Rum legen wir mal da rauf. Die Schädelblüte, ja, die kann gerne da bleiben, die braucht eh niemand, die gibt viel zu wenig Lebensenergie. Also wir müssen Jacks Schmugglerturm aufsuchen in der nächsten Aufnahmesession, wo eine Würgeranke. Da können wir noch ein Rum hinterziehen. Also, man merke, erste Folge, diesen Dings aufsuchen und Kapitän Stahlbart überzeugen. Bis zum nächsten Mal.